Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir stehen hier gerade neben einem Problemfall, denn wir bekommen hier anscheinend relativ wenig Mineral Sludge zu sehen. Na gut, hier in der Kupferproduktion sieht es auch schon mau aus. Und hier wird aber eigentlich produziert bis zum Umfallen. Mineralisiert das Wasser mal genug. Das Kristallzeugs geht nicht gut, aber das liegt wahrscheinlich am... Genau, das liegt an der Schwefelproduktion. Also hier unten, da geht das Schwefel noch ganz gut weg. Und also hier haben wir noch genügend Schwefelproduktion anscheinend, dass es hier ganz gut regelmäßig reinläuft. Ja, ist auch schon am Baden, ne? Also gut, was brauchst du denn? Du brauchst ja 20 Stück davon oder so, ne? Das liegt mehr am Crushstone als am Schwefel hier unten, aber... Oder Schwefelsäure. Wir haben einfach nicht genügend Schwefelsäure. Da müssen wir mal noch ein bisschen nachproduzieren. Gut. Dazu haben wir uns ja eigentlich Stahl holen wollen. Ah! Nee, wir haben das Ding schon gebaut. Ich habe da, glaube ich, mal drauf geklickt und konnte. Moment, da ist es. Ha! Uiuiui. Ich hab's gebaut. Manchmal. Eieiei. Gut, okay. Du brauchst ja dann bloß ein wenig von dem Zeugs da. Hier, ne? So, zack und zack. Und dann machen wir hier mal ein Röhrchen ran. Und dann machen wir hier ein Röhrchen ran. Und das geht dann. Steht eins über drüben. Alles klar, okay. Momentchen, Momentchen bitte. Moment, 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 Moment. Alles kein Problem. Ist alles kein Problem. Keine Angst, ich weiß, was ich tue. So. Oder nicht. Doch, 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 doch. Doch, ich weiß, was ich tue. So. Das haben wir denn da dran. Dann müssen wir das mal dahin machen. Dann brauchen wir jetzt noch. Ja. Dann brauchen wir jetzt wieder den. Ah ja, hier ist er ja. So, den da dran. Der macht mir dann Schwefelsäure. Wo ist sie? Warte mal. So geht's ja auch. Und dann brauchen wir hier nur noch ein Verbinder. So, machen wir das mal so. Gut, dann produzierst du auch noch Schwefel. Dann haben wir den Schwefel-Output erstmal ein bisschen erhöht und dann hoffen wir mal, dass jetzt hier noch die ein oder andere Fabrik mehr in den Genuss von Schwefelsäure kommt. Das sieht eher schlecht aus, ne? Eieiei. Das hat doch vorher eigentlich hingehauen. Haben die jetzt da... Sie haben ja gesagt, dass sie... Nee, haben sie da hier das Rezept auch geändert? Und hier mehr Schwefelsäure braucht? Eigentlich nicht, ne? Wohl hier immer noch, das ist ganz gut eigentlich noch. Also das hält sich noch. Oder war mein Tank hier unten so voll, dass er dann so lange das aufrecht gehalten hat, dass alles ging? Eieieiei. Nimmt ab. Er hat 500. Nimmt zu. Okay. Na gut, das wird sich auch rausnivellieren, ne? Aber hier, die können halt eben keine Geoden mehr nach oben schicken und schon ist es vorbei und... Da muss doch hier irgendwann auch der Sand alle sein an der Stelle. Guck mal, jetzt... Taucht sich sogar schon der Sand zurück, weil hier kein... What? So schlecht die Produktion vom Schwefel, was ist denn da los? Irgendwas kaputt gebastelt irgendwo an irgendeiner Stelle? Der wird doch die Schwefelsäure hier gar nicht los. Wie ein Held, ey. Mann, Mann, Mann. Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh. So, jetzt. Und produzierst du nichts? Was ist denn das? Was habe ich denn hier gebaut? Das strotzt hier vor Fehlern, meine Herren. Der hat schon lange nichts produziert. So, der produziert jetzt auch. Wieso hat denn der denn Schwefel? Achso, naja gut, der hat es noch dahin weggedrückt. Ja gut, okay. Der war gar nicht dran, ne? Guck mal an, schon wandert sogar was in den Tank rein hier.
Da geht's richtig wieder los hier. Volle Produktion hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dann haben wir hier wieder genug von und dann geht uns wahrscheinlich irgendwann das mineralisierte Wasser aus. Naja, gut. Gibt immer so Momente im Leben, ne? Die hat man einfach. Aber hier, das sieht schon mal gut aus. So. Alles klar, okay. Konnten wir erstmal das Problem zumindest angehen. Wir werden wahrscheinlich immer wieder mal darin reinlaufen, dass wir dann keinen Schwefel haben. Und wir vielleicht noch eine extra Schwefelproduktion hinstellen müssen. Aber nach dem Wechsel auf die 2.8 ist da ja schon wenigstens ein bisschen was entstanden. Gut. Haben wir das geklärt. So, wie sieht es denn hier aus? Die Bretterproduktion macht ab und zu mal was. Die Feststoff, das ist gut. Der Tank ist... Oh, Raw Gas ist fast voll. Das können wir irgendwie verwenden noch. Da wollen wir noch irgendwas. Und das ist Based Mineral Oil. Das ist auch fast voll. Dann müssen wir uns mal irgendwas überlegen, was wir damit machen. Das müssen wir noch irgendwie weiterverarbeiten. Zu irgendwas. Ich glaube, ich kann das gar nicht noch gar nicht weiterverarbeiten. Aber ich kann es ja nochmal aufheben. Und was kann ich mit dem Raw Gas machen? Warte mal, das guck mal nach. NEI haben wir ja da. Nehmen wir einfach mal auf Gas. Ging da nicht auch irgendwas mit? Hier, da klingt erstmal. Ach ne, das ist das, wo ich es herstellen kann. So, mit Acid Gas. Natural Liquid. Kann ich in. Aha. Da kann ich Acid Gas draus herstellen. Und aus Acid Gas und den. Kann ich Acid Gas und Fass machen. Alles klar. Und da kann ich so viel Gas machen. Und was kann ich daraus machen? Daraus kann ich gern Schwefel machen. Hydrosulfidgas. Hydrosulfidgas? Mache ich dann nicht auch Hydrosulfidgas? Nee. Mach da anderes Gas, ne? Moment, wir gucken mal. Wir prüfen. Was will ich denn hierher? Kann ich das mal sehen? Das ist was anderes. Sulfurdioxidgas. Okay. Also wir könnten theoretisch das hier auch irgendwie zur Schwefelproduktion nutzen. Haben wir einen Nafta-Tank schon angebaut? Ja, dann haben wir einen. Wie viel Nafta-Zeugs haben wir denn da drin? 66.000. Auch nicht gerade wenig. Also ist der jetzt hier das begrenzende Material? Ich glaube, die kriegen das Grüne hier schon nicht mehr weg. Genau. Gut, wenn der das da gerade begrenzt, ne, dann müssen wir ihm natürlich sagen, das ist nicht gut. Und wir haben keinen Stahl dabei für den richtigen Tank, ne? Ja, dann müssen wir da nochmal Stahl jetzt holen. Hier aus. Ach, habt ihr ja auch genug. Hier müssen wir kurz Stahl mopsen gehen. Mal hier rum. Hoch. Hier rüber. So. 1.900 von diesen Chips. Gib mal her, ihr Mist. Au. Naja, komm. Ein Stack behalte ich. Das kannst du haben. Wie viel haben wir denn da schon wieder von? Oh, 108.000. Geht was. Hier beim Stahl kochen. Haben wir jetzt noch ein bisschen Stahl gekriegt, aber das ist auch alles. Dann brauchen wir mal ganz kurz noch ein bisschen Eisen hier. Ja, das ist halt eben dann, ja, da ist wirklich. So, wie sieht's hier aus? Hier habt ihr die Eisendinger alle verbrannt und dann kommt da. Oh, da kommt. Gar nicht mal schlecht. Hier mit dem Stahl bei rum. Den will ich denn hier auch mal zum Füttern geben. Genauso wie das hier. Da will ich einen von erstmal behalten. So. Mach hier den halben noch weg. So. Leg ich lieber einen ganzen Stahl dafür rein. Das geht denn schon. So. Gut. Dann haben wir den Stahl, dann haben wir auch keine Eisenplatten mehr jetzt. Naja, gut, okay. Das ist ja immer. So. Und dann können wir uns erstmal nochmal so einen schönen Tank machen. Bin sowieso eigentlich nachher, später wird das sowieso alles auf Fässer gezogen. Dann wird das mit Fässer als Fässer transportiert, glaube ich. Dass wir dann wirklich bloß im Warenfluss nicht überall die ganzen Rohre haben, sondern dass wir das dann, also, naja, gut. Ich habe da eine Idee. Ich habe eine Idee, wie nachher die Fabrik aussehen soll, beziehungsweise die einzelnen Bauten, die dann was herstellen. Und dann müssen wir einfach bloß mal so kleine Karrees bauen, wenn wir da irgendwo zu wenig von haben. Und dann einfach anbauen und dann die Logistikroboter werden schon, die werden schon richten am Ende. Die werden da wahrscheinlich ein bisschen viel zu tun haben, aber naja, gut. Gut, dann können wir hier den Tank erstmal noch mit anbauen. Dann geht hier erstmal schon wieder ein bisschen mehr weiter. Weil dann hier, wie ist da eigentlich drin? Ach, da kommt fast ja gar nichts davon an.
So, gut. Also, das Raw Gas, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Das wollte ich jetzt mal... Ne, wir gucken nochmal, was ist das hier? Das ist Based Mineralöl. Was kann ich denn daraus eigentlich machen? Moment, wir haben hier Raw Gas. Das kommt hier draus. Wo kommt das her? Und das hier. Das kriegen wir genau daher und dann aus, oder aus dem Fass. Da. Und damit machen wir den, das ist der nächste Schritt schon. Ach, das ist schon der Schritt aus dem Erdöl kommt. Based Mineral Öl. So, da haben wir mehrere Rezepte. Das nutzen wir gerade, glaube ich. Ja, das nutzen wir gerade. Und hieraus kann man Schmiermittel machen, wenn man Residualgas hat. Das haben wir doch. Oder wir können mit Dampf hieraus Residualgas und Synthetikgas herstellen. Aber das müssen wir noch was erforschen für. Und das war's. Dann können wir dann noch Coolant mitmachen. Ich weiß nicht, wofür ich Coolant brauche. Da muss ich mir gleich mal gucken. Und ins Fass kann ich stecken. Und ich kann Polish Compound daraus machen. Okay. Coolant. Also wenn ich dann jetzt Kühlung. Kühlung braucht man. Ah, okay. Alles für diese. Ah. Okay. Just Cooling kommt da raus, okay. Kann ich denn hier draußen aus den Cheat Coil, kann ich denn da ein paar mehr Cheats machen? Also aus 80 Molten und ein bisschen Wasser oder aus 140 heraus. Hier ist 80,2, das heißt also hier kann ich sogar schon machen eigentlich, okay. Dann habe ich zwei Cheat Coil. Aus, kann ich, aus einer kann ich vier Stahlträger gewinnen. Einer kann ich vier Schallträger gewinnen. Das ist 80 Molten Steel, mache ich 8. Aha, wenn ich Coolant habe, sogar noch mehr. Aus 8 Molten Steel kann ich 2 Coils machen. Und aus einer, ja, kann ich 8. Okay, gut, dann gucken wir mal weiter. Hier, also wenn ich jetzt Molten Steel habe. Und dann mache ich aus 40 4. Ja, gut, das ist gleich. Also, das ist wirklich ein Arbeitsschritt, der. Ja, hier wird es interessant. Also, da muss man sagen, Molten Steel, wenn man das mit Coolant macht. Wenn man aus 70 machen aus 140 Molten Steel machen wir 4 davon und upsala, da machen wir aus 82 da machen wir 16 Stück aus 140, das ist dann wieder interessant, also da kriegen wir dann ein bisschen mehr raus, aber vorher lohnt sich das nicht, gut, aber ich kann ja hier mal gucken, ob ich das nicht schon mal ein bisschen, wo kann ich denn in welcher Fabrik kann ich denn das Schmiermittel daraus machen. War wieder komplett vom Thema abgekommen. So, Coolant kann ich daraus machen. Ich kann Base Mineral, Polish Compound, Schmiermittel, Residualgas in einer Standardfabrik haben wir sogar schon erforscht. Ein Chemical Plant brauchen wir dafür. Chemical Plant. Die Fabrik geht nicht. Sehen wir wieder zurück, ne? Oh. Oh. Schmiermittel geht nicht. Ist das Zeug Mineral oder Mini? Quatsch. Schmiermittel. Doch, das geht auch. Chemiefabrik geht auch. Und dann müssen wir bloß das komische Gas hier holen oder Schmiermittel draus. Dann können wir das noch auch in einen tanken. Tank. Da. Dann haben wir schon mal Schmiermittel auf Lager. Wir werden es später brauchen für diese komischen Motoren, glaube ich. Für die Elektromotor brauchen wir Schmiermittel. So, und Residualgas, ich kann es ja da oben mal auf. Kann ja schon mal das erste Mal. Kann ich eine Einfassfabrik mal machen? Barreling Pump. Du schmeißt mir das denn in Barrels rein, ne? Hätte ich gesagt, wenn du es schon so heißt. Kann ich denn Barrels herstellen? Kann ich schon Barrels herstellen? Barrel? Pump kann ich herstellen? Ja, das bringt mich aber nicht weiter. Kann ich denn die Fässer machen? Oder kommen die denn in Fass raus? Warte mal, da gucken wir mal. Wenn ich jetzt hier bei dem Residualgas, was ich hier oben habe, einfach mal sage, ich möchte hier so, warte mal, Moment, so. Ich möchte gerne, aha. Was möchte ich denn gerne haben? Residualgas möchte ich gerne eingefasst haben. Also muss ich irgendwo ein leeres Fass herkriegen? Okay, Aufgabe gefunden, leeres Fass finden. Also können wir mal mit Fass probieren.
Da können wir doch glatt weg 1,3K draus herstellen. Machen wir doch mal ein paar. Auch ein bisschen Stahl. So, und dann müssen wir den hier nochmal umdrehen, damit er funktioniert. Dann machen wir da mal ein Röhrchen hin. So. Und dann machen wir hier eine. Wo ist die Kiste? Kiste, Kiste, Kiste. So, ein Kistchen. So. Und ein Kistchen so. Und das machen wir dann so. Und dann müssen wir ein bisschen Strom ranbringen hier in die ganze Sache. So. Immer schön aus, wenn da ein Mast steht. Ja, wenn der auch noch angeschlossen wäre, dann wird es richtig schön sein. Weil denn hier die Ewigkeit kein Strom. Anderer Mann. So. Dann machen wir hier die Fässer rein. Hupsala, die kann man bloß zu 10er stecken. Das ist natürlich auch fies. So. Und dann haben wir nämlich Reservoirgas. Dann müssen wir nämlich noch so eine Barreling Pump. Eine muss ich noch machen, damit ich das wieder rauskriege, ne? So. Das ist jetzt nur rein prophylaktisch. Also nur mal so schnell mal gemacht, ne? Also das ist jetzt nicht, dass ihr denkt, ich will hier das Ewigkeiten so handhaben. So. Aber das geht schon mal ganz gut. Ach, ich produziere immer noch Fässer. Dass man das bloß 10er stecken kann, das finde ich natürlich auch ein bisschen affig, aber gut. So, dann machen wir jetzt die Barreling Pump hier. Komm her mit dem Zeug, so. Keine Ahnung, wie viel wir davon jetzt so verbraucht haben hier, aber das wird fast nichts sein. Naja, doch, 19K, dann noch 18K. Naja, ein paar Tausend haben wir schon bei. So. Was nicht, wie viel reinpasst in ein Fass. Müssen wir gleich mal gucken in der Barreling Pump. Dann gehen wir nämlich hier runter. Und sagen hier, warte mal, wir haben noch so eine Pumpe jetzt gebaut, ne? Da. Die macht dann da so runter. Und dann gucken wir hier mal, wenn wir hier Schmieröl machen wollten. Schmier, da ist es. Schmiermittel, so. Gut, du stehst dann genau auf der falschen Seite. Macht ja nichts, können wir nur umbauen. So. So. Du sollst dann aus dem Fass heraus. Sind das alles für ein Zeug hier? Das hier, ne? Riese, ja. Das war's doch, oder? Ja. Dann verrohren wir das hier mal. Und dann, warte mal, verrohren wir das hier auch nochmal. So, dahin. Achso, oh, kann ich da reinpacken. Kann auch Kuh nutzen, ich weiß. So, dann haben wir das hier und dann machen wir hier mal ganz kurz ein Fass auf. So. Und dann geht den hier eigentlich bloß noch mit Kiste, Kiste. Ärmchen rein, Ärmchen raus. Und in die Kiste mal hier die ganzen Fässer rein. Wir sind da nur drin, sind fast 70. 50 ist drin, so fast. Und dann haben wir Schmiermittel. Na, guck an, funktioniert sogar. Müssen wir natürlich überall immer so eine Pumpe mit hinbauen. Ja, das ist natürlich immer. Also für das Konzept, wie ich meine Fabrik aufbaue, geht das gerade so noch. Es wird kompakter, aber es geht. Ja, also ich habe da eine Idee, wie ich das machen möchte. Ob die gut ist oder ob die nicht gut ist, ob ich dadurch zu viel Verkehr, Luftverkehr erzeuge oder irgendwas, das werden wir dann alles sehen. Noch sind wir nicht so weit. Noch müssen wir uns erstmal daran gewöhnen, dass wir irgendwas erforschen müssen. Noch. Wie sieht es denn jetzt hier hinten aus? Hier hinten hat es erstmal schon mal dafür gesorgt, dass der Knoten geplatzt ist. Und hier mal so richtig schön. Ja, das ist doch fein. Das sieht gut aus. So gefällt mir das. So. Wie sieht das hier aus? Da liegt genügend an auf der Seite. Und hier hinten läuft es ab und zu mal da rein. Und dann kriegen wir hier ein bisschen Schwefel raus. Prüfen mal. Wie sieht's? Ah, Batterie ist jetzt. Da fehlt uns Plastik. Wie sieht es jetzt hier aus mit dem Zeug? Schwefel. 200 und wird weniger. 400 und wird weniger. Also wir haben da offensichtlich wirklich noch ein Problem. Ich meine, alleine für die Landfill-Produktion hier, das ist auch nicht ganz geckig, dass wir das so aufgebaut haben, ne? Aber... Na gut, der macht ab und zu nochmal was. Also wir brauchen hier noch ein paar. Ich glaube, ich muss doch ein paar davon in Reihe aufbauen, damit ich an dieses Gas rankomme. Wenn ich einfach sage, zack, 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 zack und dann dahinter gleich einfach in so ein Dings hier rein und gar nicht großartig da auf
Obwohl eigentlich scheißegal, ne? Um Landfills herzustellen, um ein paar schöne Landfills zu haben, da wir ein bisschen Wiese mal hinlegen können. Da fragt sich eigentlich, wie weit sind die denn hier? Oh, ein Kilo. Naja, gut, okay. Immerhin. Boah, dann könnte man da mal durchaus ein paar andere Landfills mal benutzen. Um einen grünen Fleck Erde schaffen. Wäre ja auch nicht schlecht. So, gut, also hier, das ist immer noch Mangelware, aber es bessert sich. Und hier beim Kupfer, die Produktion steht wieder, da ist alles fertig. Dann kann jetzt die Eisenproduktion hier richtig wieder loslegen. Und dann sieht man auch, naja gut, also bis hier oben kommen so selten an, aber es geht. So, wir holen mal nochmal ein paar hiervon. Dann werden wir jetzt mal Ort dafür spielen. Und die einfach mal hier reinlegen. Damit es dann mal ein bisschen weitergeht. Umulator. Achso, ja, das Plastik muss ich auch nochmal runter transportieren. Stimmt, da wollte ich das. Wollte ich unbedingt nochmal machen. So, dann nehmen wir nochmal 2600 mit. Hier legen wir da auch nochmal rein und dann haben wir da über 5000 von diesen Dingern wieder zu verheizen. So, das sollte wieder ein bisschen Stahl bringen. Apropos Stahl, gucken wir mal hier. Stahl. Kriegen wir doch schon mal Gewinn bringt da rein. Gut. Wie viel haben wir hier? 250 Stück fast. Komm, die stellen wir jetzt mal auf. Und dann. Ach, das ist der falsche Gang, glaube ich. Ich muss jetzt hier, warte mal, wie ich da rein verlaufen. Oh Gott, oh Gott. So, ich werde jetzt hier, glaube ich, hoch müssen. Könnte noch ein zu früh gewesen sein, aber werden wir gleich sehen. Habe ich denn Holzmasten? Ich weiß gar nicht, ob ich da noch welche von auf Lager habe, ne? Kann ich hier welche herstellen? Machen wir ein paar. Dauert. Oh, das dauert aber lange. Nee. Das dauert mir zu lange. Momentchen mal, da müssen wir mal gegensteuern. Also erstmal gucken, ob wir nicht in irgendeiner Kiste noch welche drin haben. Da sind noch 50 Stück drin, guck an. Wir fangen schon wieder an, irgendeinen Scheiß zu produzieren. Den muss ich jetzt wieder irgendwo einsortieren hier mit. Mann. So, was habe ich denn hier? Ja, Fusseln habe ich hier. Bin da mit rein. So, einen so einen Holzklotz habe ich. Der kann da mit rein. Immer solche Algen habe ich. Wieso habe ich denn vier immer solche Algen in der Tasche? Komm ich dazu so. So. 72 solche Ingots habe ich. Die brauche ich auch nicht. Bisschen Taschen aufräumen nebenbei. Mann. Der Typ, der ist aber auch wirklich. Also. So. Gut. So, was haben wir noch in der Tasche, was wir nicht mehr bräuchten? Na, geht so. Hält sich gerade. Na, komm. Nehme ich dich noch mit. So, habe ich jetzt die 50 mitgenommen? Nein. Die liegen wir noch hier. Haben wir da welche von. So. Dann werden wir unser Stromimperium hier noch ein bisschen weiter ausbauen. So, dann mal hier rüber. Ja. So, wir probieren wieder Dinge, die einfach nicht funktionieren. So. Rohmast. Da noch ein Hähne. Nein, der ist falsch. So. Irgendwie bin ich mir noch nicht so ganz treffsicher hier mit der Maus. Ich muss auch sagen, seit dem Update von, also dass ich jetzt meine Hardware neu gemacht habe. Und natürlich damit inbegriffen das Windows neu installieren. Was übrigens ganz lustig war, also die Microsoft Support, das war geckig. Das muss man ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, in welchem Land ich rausgekommen bin, aber war schwierig. Also ich habe dann da doch einige Zeit zugebracht im Support und nachher hatte ich dann jemanden, der hat einfach nicht geredet, ne? Also ich habe da versucht irgendwie rauszufinden, was macht der denn jetzt gerade, und dann musste ich dann ab und zu mal nachfragen und ja, guck, da haben wir Alarmschwefel unter 200, alles klar. Gut, wir müssen da beim Schwefel nochmal was tun. Ich glaube, wir müssen wirklich, wie ich schon gesagt habe, mehrere von diesen Schlammwasserproduktionsstätten hinstellen, die uns einfach genügend Zeug liefern, ne?
nicht außerhalb des Kurses bauen. So, das sieht doch schon mal schick aus hier. Jeder Gang wären jetzt 18 Stück. Ach nee, nach unten habe ich ja schon mal einmal quer gebaut, ne? Oh, die 50 Masten haben gar nicht so lange gehalten. Ich hätte gedacht, dass sie weiterreichen. Naja, gut. Gibt es Momente im Leben, ne? So. Dann gehen wir erst Feuer rüber. Sonst bauen wir uns hier selber ein, das wäre ja ganz, ganz unschön. So, nochmal 50 Stück. Meine Herren. Na gut, also fast 250 Stück neue nochmal ausstellen, das ist natürlich etwas. Ganz viel neuer Strom. Schön. Die Masten echt nicht ausgereicht dafür. Oh Gott, das hätte ich nicht gedacht. Und hier die Reihe erstmal voll. Weit wie wir es haben. Hm. So. Gut. Alles klar. Also wir müssen dann auch mal wieder solche Masten machen, solche Holzmasten. Wie viel haben wir denn jetzt so von den Dingern? Da müssen wir jetzt 1500 oder so stehen, oder? 1900. 2000. Mal 0,6 ist das, ne? 60 Watt bringen die. 0,06, um dann die Megawatt rauszukriegen. Okay. Oh, das ist schon nicht schlecht. Ich glaube, da können wir schon noch ein bisschen was von leben. Das ist mal gut, dass der Anfang quasi damals noch mit der älteren Version war, wo wir nicht unbedingt auch auf die Dings aus sein mussten. Das sieht auch gut hier. Schön. Wo wir nicht unbedingt die Windräder brauchten, wie man das ja jetzt neuerdings bei dem Modpack braucht. Da sind ja Windräder Pflicht. Am Anfang, da kommt man gar nicht dran vorbei. Also kann man machen, was man will. Man muss die Windräder bauen und... Och, das ist auch sehr anstrengend, weil da sehr, sehr viel Stahl für drauf geht und sehr, sehr viel Eisen. Wenn man es dann noch wie ich anfängt, auch noch auf schwierig zu spielen, also wo dann die Produktionszeit und alles wesentlich länger ist, dann. Puh. Sag mal, Eisen, aber Massen hier noch in der Tasche. Kann ich hier unten gar nicht mehr. Doch, da unten könnte ich es noch loswerden, aber da brauche ich es jetzt eigentlich gar nicht, ne? So, rein, so. Was fehlt uns hier? Uns fehlt hier. Was soll da? Und die ganze Solar jetzt aufgebraucht. Und hier kann aber noch, hier wird noch fleißig. Gut, okay. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Strom erzeugt. Oder beziehungsweise die Stromerzeugung noch wieder verbessert. Wir haben so ein bisschen Fehler rausgebaut beim Schwefel. Und haben festgestellt, wir müssen dafür sorgen, dass wir noch mehr Schwefel selber herstellen. Das, was wir momentan machen, reicht hinten und vorn nicht aus. Vor allen Dingen, wenn hier dann die Fabrik irgendwann mal anfängt, richtig zu produzieren. Ich wollte mir noch... Ach ja, das wollte ich noch machen. Ich wollte mir noch zwei Kisten hinstellen, die, wenn hier das Eisenerz bis nach hinten durchgerutscht ist, Eisenerz speichern, damit wir dann, wenn es soweit ist, eventuell vielleicht mal mit diesem gespeicherten Eisenerz dann an dieses Gedöns rankommen, was wir dafür brauchen, für die Phenol... Dingens, Bretter. Das erstmal nur als erste Annäherung an, dass wir überhaupt was machen können und wir vielleicht damit ein bisschen vorwärts kommen. So, dann gucken wir hier nochmal ganz kurz, wie das aussieht hier mit dem Schwefel. Ist das fast komplett leer oder haben wir da noch wenigstens ein bisschen was im Petto? Aber ich glaube, die Kiste wird sehr, 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 sehr sparsam aussehen vom Inhalt her. Ne? Da haben wir noch 300 und hier haben wir dann 140, okay. Gut. Dröhnt halt trotzdem. Es sagt mir, dass es zu nicht genügend Schwefel da. Wir werden jetzt diese Zahl hier einfach mal auf 50 ändern. Festlegen, so, damit der Alarm erstmal aus ist und wir das dann gleich erstmal unten nicht sehen.
Und dann werden wir hier nochmal 200 rausnehmen. Weil es so scheint, als wenn die hier viel mehr verbrauchen. Das darüber legen. Und uns in der nächsten Folge damit beschäftigen, dass wir ein paar Dinger davon verbrauchen werden oder bauen werden, die dann einfach fleißig ja, uns dieses Gas hier herstellen, dass wir mit dem Gas hier drinnen dann Schwefel herstellen können. Ach nee, warte mal, das ist doch genau das Gas, was wir nutzen zur Schwefelherstellung. Ich habe hier an eine falsche Stelle geguckt, ne? Da müssen wir echt mal gucken, wenn wir das Raw-Gas so auseinanderpflücken können, dass wir das rauskriegen. Mit wenig Aufwand, aber ich denke mal, mit wenig Aufwand wird es wieder nicht. Da haben wir wieder 1000 andere Abfallprodukte. Dann könnte man das natürlich auch hier reinpumpen, einfach in, so, in diese Fabriken hier. Müsste ich die alle einfach miteinander verbinden, dass dann da immer ein bisschen das Gas noch abfließt, aber... Oh, das müsste gehen. Theoretisch müsste das gehen. Ich werde mich da mal informieren. Vorerst steht aber der Plan, dass ich mir hier von 5 Stück noch hinstelle, die dann einfach dieses Gas noch herstellen, damit wir ein bisschen mehr Schwefel hier in dieser Herstellungsschiene bekommen. Wir sehen ja, hier kann ich noch mindestens eins anschließen, weil das Gas wirklich relativ langsam da reinläuft, bis das dann anfängt zu produzieren. Dann haben wir ja hier und dort überall die Möglichkeit, dann kriegen wir jedes Mal 3 Schwefel raus. Also ich denke mal, wenn wir hier 5 von den Dingern noch hinbauen, dann sollte sich dann hier doch durchaus was tun. Und das, was die halt produzieren, das geht dann direkt in Void und das Erste. Würde ich sagen. Gut, das war eine Folge Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich darüber freuen, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann. Tschüss.